Dass einige Fußballer auch ziemlich gute Schauspieler sind, ist bekannt. Auch Simone Sasa hat sich mit seiner Schauspieleinlage im Ligaspiel gegen den FC Sevilla einen Ehrenplatz verdient. Beim 2:0 Sieg seines Clubs FC Valencia ging Sasa nach einem Zweikampf mit Franco Vesquez äußerst dramatisch zu Boden. Der Italiener fasste sich dabei mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Kopf. In der Wiederholung der Spielszene ist allerdings deutlich zu sehen, dass es gar keine Berührung zwischen Vesquez und Sasa gab. Und damit geht der Oscar für dramatischste Schauspieleinlage eines Fußballers an Sasa. Lol, was macht Sasa da? pic.twitter.com/d1y8h2xfact.de/Ende@dessen_de/March10/2018 Alle Bass-Themen im Überblick. Mehr Sport gibt's auf eurosport.de. In Hose gemacht, Ramos verschwindet auf der Toilette.